Als ich damals gegangen bin, wäre ich, glaube ich, noch gerne in Würzburg geblieben. Ich dachte damals, glaube ich, nicht, dass ich so weit bin, dass ich den Verein verlassen soll. Im Nachhinein war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung zu gehen, weil man dann einfach schneller, ich sag mal, schneller erwachsen wird. Man wird an anderen Vereinen, ist man nicht mehr der Jugendspieler, man ist einfach ein Profispieler, der seine Leistungen bringen muss. Man hat einen gewissen Druck, man hat nicht mehr diesen Welpenschutz und das macht einen als Basketballspieler einfach schneller erwachsen. Ich war schon in einigen Vereinen, bin aber im Sommer immer relativ, oder eigentlich immer, außer in der Zeit in Ulm, glaube ich, da bin ich in Ulm geblieben. Aber sonst bin ich immer zurück nach Würzburg gegangen, auch im Sommer. Habe dann die drei Sommermonate in Würzburg verbracht, habe meine Freunde gesehen, habe da in den Würzburger Hallen trainiert, durfte da auch netterweise immer mich fit halten, obwohl ich nicht bei den Baskets damals gespielt habe. Deswegen war ich immer da verbunden und ja, meine Familie kommt noch von da. Von daher war das immer für mich, immer wenn ich irgendwie auf Auswärtsspielen in dem Raum Würzburg vorbeigefahren bin oder sogar da gespielt habe, war es immer so, ja, das ist, hier komme ich her, also das ist meine Heimat und das ist mein, ja, ich habe wahrscheinlich ein starkes Heimatgefühl, aber ich glaube, viele Spieler haben das jetzt dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, Zipser zurück. Ich glaube, Carsten Tada ist zurück nach Bamberg, obwohl jetzt kein Bamberger an sich, glaube ich, ist. Ich weiß, doch ist er, glaube ich, sogar, ich weiß es gar nicht. Aber er ist zurück zu dem Verein, in dem er groß geworden ist. Nat Diallo ist zurück, von daher ist es eben dieses Jahr so ein Trend. Und bei mir hat es jetzt glücklicherweise auch wieder funktioniert und ich bin froh, dass es so gekommen ist. Ich glaube, damals wollte ich schon relativ schnell zurück nach Würzburg, aber nach so ein, zwei Saisons, nachdem da wirklich der Kontakt, also im Sommer, also außer im Sommer, ist der Kontakt nicht da gewesen. Auch gerade bei Angeboten und so war die Würzburger eigentlich nie ein Thema. Von da habe ich damit dann relativ abgeschlossen. Ich hätte es jetzt quasi nicht erwartet oder so, aber klar hat man immer mal geguckt, ja, was machen die Würzburger? Ja, die haben sich nicht gemeldet oder so. Und dann war es auch, es war nicht schlimm, so. Von daher habe ich gesagt, oder habe ich mir dann irgendwann gedacht, es ist viel wichtiger, dass die sportliche Situation passt und alles. Und dass jetzt beides passt mit dem Angebot, das war natürlich jetzt cooler Zufall. Ich bin jetzt 28, ich kann es quasi in meinen besten Zeiten nochmal in Würzburg spielen, wo ich vor 6 Jahren gegangen bin, nicht mit dem besten Gefühl für mich persönlich, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich, ich kann eigentlich besser spielen, als ich es damals gezeigt habe, auch wenn ich dann noch jünger war und nicht wirklich verstanden habe, warum ich gehen soll oder muss oder kann. Im Nachhinein war es natürlich für mich persönlich eine gute Entscheidung, aber dass ich jetzt quasi nochmal in meinen besten Jahren zeigen kann, ja, wie Würzburger Basketball oder wie Würzburger Basketball spielen. Es ist einfach ein schöner Zufall, Schicksal, wie auch immer. Ich kenne ja noch viele von früher auch, gerade Felix Hoffmann, mit dem habe ich früher noch in den Farmteams noch zusammengespielt, mit dem ich auch mal Beachvolleyball spielen oder so oder golfen im Sommer. Von daher bekommt man da schon einiges mit. Natürlich jetzt nicht alle interner, aber so ein Gefühl für den Verein und wie es dem Verein gerade geht, das hat man immer gehabt. Gerade im Sommer, so wenn ich dann bei meinen anderen Vereinen gespielt habe, hat es mich dann weniger interessiert, hat man dann natürlich auch weniger mitbekommen. Aber jetzt auch die Verantwortlichen, mit Krischo Lonka, mit dem habe ich noch zusammengespielt. Steffen Liebler war damals schon Geschäftsführer, als ich noch da war. Und auch die ganzen Office-Leute oder die Angestellten, die in der Halle rumlaufen und alles Mögliche machen, da bekommt man schon ein bisschen was mit. Und von daher war ich im Sommer, wo ich dann da war, relativ nah am Verein. Und dadurch konnte ich auch ein bisschen so die Entwicklung mitverfolgen. Ich meine, ich bin es schon ein bisschen gewöhnt, dass ich quasi in eine Spielerwohnung ziehe und da gerade auch mit Freundinnen mir mein Heim irgendwie zurecht mache über die Saison, dass es dann irgendwann schön ist. Jetzt mit meiner Schwester zusammen war es natürlich noch mal einfacher für mich. Ich glaube, für sie auch. Wir verstehen uns schon immer eigentlich gut. Klar, wenn man zusammen wohnt, gibt es manchmal auch Zeiten, wo man sagt, boah, ich will einfach meine Ruhe. Das gab es natürlich bei uns auch, aber ja, es war schön. Ja, dass ich sie zurückgelassen habe, mache ich jetzt keine großen Sorgen. Ich glaube, sie kommt ganz gut klar. Und ich freue mich für sie, dass sie quasi jetzt Anschluss gefunden hat in dieser Branche. Aber für mich zurückzukommen, natürlich, ich habe dann noch mehr Familie zu Hause, sage ich jetzt mal. Meine Eltern sind noch da, meine ganzen Freunde von früher. Und ja, einfach auch wieder an den Straßen rumzulaufen, an denen man früher irgendwelche Faxen gemacht hat. Oder das ist einfach alles so. Überall in jeder Ecke hat man einfach Erinnerungen. Und das ist halt das, was dieses Heimatgefühl dann in mir auslöst. Und das macht's einfach schön.